Dann kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Das ist der Tagesordnungspunkt 10, dritte Lesung Haushalt. Dritte Lesung ist des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2017. Das ist die Drucksache 19-4291 zur Drucksache 19-4093 zur Drucksache 19-3674. Hierzu werden mit aufgerufen die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das sind die Drucksache 19-4307, 4308, 4309 und 4310. Ebenfalls wird mit aufgerufen Tagesordnungspunkt 29, die Beschlussempfehlung der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2016 bis 2020, die Drucksache 19-4292 zu Drucksache 19-3762. Der Kollege Decker ist Berichterstatter für den gesamten Komplex, und ich darf ihn nun bitten, seinen Bericht zu erstatten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen die beiden Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses vortragen. Zunächst die Beschlussempfehlung zum Haushaltsgesetz. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung mit folgenden Änderungen, die ergeben sich aus der Fassung, die Ihnen vorliegt, in dritter Lesung anzunehmen. In § 1 wird die Angabe 35.247.857.400 € durch die Angabe 35.290.785.600 € ersetzt. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, zu den Einzelplänen folgende Beschlüsse zu fassen. Die trage ich Ihnen nicht vor, die können Sie auch lesen in Ihrer Vorlage. Und gleichzeitig darf ich Ihnen die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Finanzplan verlesen. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Stimmenthaltung der SPD, der LINKEN und der FDP den Finanzplan zur Kenntnis zu nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Decker. Wir haben uns, meine Damen und Herren, verständigt auf eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion. Es beginnt die CDU-Fraktion. Das Wort hat der Kollege Dr. Arnold. Walde, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte in dieser dritten Lesung des Haushalts 2017 zunächst einmal der guten Tradition folgen und persönlich und auch im Namen meiner Fraktion allen sehr herzlich danken, die bei der Aufstellung und auch im Zuge der Beratung des Haushaltsentwurfs 2017 sich sehr professionell und zielgerichtet mitgewirkt haben. Dafür herzlichen Dank. Ich möchte Sie, Herr Minister Schäfer, bitten, dieses herzliche Dankeschön an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihres Hauses weiterzugeben. In diesen Dank schließe ich aber auch alle ein, die in den Häusern daran mitgewirkt haben, und auch die Mitarbeiter unserer beiden Fraktionen, die uns alle sehr umsichtig unterstützt haben. Das ist ein Beifall wert, das denke ich auch. Mit dem aktuellen Haushaltsplan 2017 legen Ihnen die schwarz-grüne Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen einen Entwurf vor, der gezielt Schwerpunkte setzt, die unser Land zukunftsfähiger machen. Und das, meine Damen und Herren, möchte ich an einigen klaren Fakten auch deutlich machen. Schwerpunkte werden gesetzt in den Bereichen Sicherheit und Bildung. So werden für Polizei, Verfassungsschutz, für die Justiz, für Steuerfahndung insgesamt 635 zusätzliche neue Stellen geschaffen. Für den Bildungsbereich werden 1.260 zusätzliche Lehrer- und Professorenstellen geschaffen. Ich mache seit knapp 17 Jahren Politik in diesem Hause. Das habe ich in dieser Form noch nicht festgestellt, und das ist ein Erfolg dieses Haushalts 2017, meine Damen und Herren.
Unsere Landkreise, Städte und Gemeinden werden im nächsten Jahr die Rekordsumme von fast 4,6 Milliarden € über den kommunalen Finanzausgleich erhalten. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kommunen wirkungsvoll mit über 1 Milliarde € in dem Kommunalinvestitionsprogramm und helfen darüber hinaus den 100 besonders konsolidierungsbedürftigen Kommunen mit Rat und Tat und einem kommunalen Schutzschirm von über 3 Milliarden €. Das ist sehr wirkungsvoll. Ich möchte es festmachen am Beispiel der Stadt Kassel, die inzwischen nicht mehr im Schutzschirm ist, sondern im vierten Jahr keine neuen Schulden machen kann, sogar ein durchaus respektables Jahresergebnis verzeichnet. Das ist Erfolg einer guten Zusammenarbeit zwischen dem Land Hessen und den Kommunen in Hessen, meine Damen und Herren. Ich spreche hier für die Landespolitik, und ich kann, Herr Kollege Rudolph, Ihnen sagen, dass ich vor kurzem Gelegenheit hatte, mit dem Oberbürgermeister Kassel zu sprechen. Und der widerspreche ich nicht. Als Tanner ist er ein guter Mann. Und ich sage eins, er hat sich sehr lobend über diesen kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen geäußert. Und das machen auch andere Bürgermeister. Wir senken die Netto-Neuverschuldung des Landes 350 Millionen €. Das sind rund 288 Millionen € weniger, als wir nach dem Entschuldungspfad zulässig machen könnten. Wir sind trotzdem leistungsfähig genug, um in den Länderfinanzausgleich im nächsten Jahr rund 1,8 Milliarden € zahlen zu können. Und eine Botschaft ist sicher und wichtig. Wir werden die Schuldenbremse ab 2019 in Hessen sicher umsetzen. Dazu ist auch dieser Haushalt eindeutig ausgelegt, meine Damen und Herren. An dieser Stelle möchte ich der ständigen Kritik der Opposition an zu wenig Investitionen eindeutig begegnen. Wir investieren in den Landesstraßenbau in 2017 rund 90 Millionen €. Zudem wurde der Planansatz für die Planungsmittel von 33,5 Millionen € in 2013 auf 54 Millionen € angehoben in 2017. Damit stehen für den Erhalt und den Ausbau der Landesstraßen sowie für die Planung insgesamt rund 144 Millionen € in Hessen zur Verfügung. Ich möchte auch an die Straßenbauplanung, die der hessische Wirtschaftsminister hier vor einiger Zeit deutlich vorgestellt hat, erinnern, bis 2022 ein Betrag von rund 385 Millionen € in rund 540 Einzelbaumaßnahmen. Das ist Planungssicherheit, das ist Investition in die Zukunft, und das gibt es in keinem anderen Bundesland, meine Damen und Herren. Auch der Bund investiert kräftig in den Bundesfernstraßenbau, Investitionen von rund 400 Millionen € jährlich. Das ist rund doppelt so viel wie im Jahr 2011. Ich möchte noch einmal auf diese Kritik an zu geringer Investitionsquote in Hessen zurückkommen. Diese Kritik der Opposition ist ja wohl ausgerichtet auf eine Studie von PwC, die sich auf Ist-Werte des Jahres 2015 beziehen. Dazu ist Folgendes klar zu sagen. Diese PwC-Studie 2015 ist nach dem hessischen Konjunkturförderprogramm 2009, 2010 mit rund 3,3 Milliarden € ergangen. Dort wurden einige Investitionen vorgezogen. Und vor unserem kommunalen Investitionsprogramm von über 1,1 Milliarden € und trotzdem, meine Damen und Herren, in der Investitionsquote pro Einwohner liegen wir in Hessen klar vor folgenden Bundesländern: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Das sind vergleichbare Flächenländer, und das sind SPD-geführte Länder, meine Damen und Herren von der Opposition. Nun weiter zum Haushalt. Wir investieren für den sozialen Wohnungsbau bis 2019 rund 1,13 Milliarden €. Wir haben ein Programm aufgelegt zum Ausbau der Videoüberwachung von rund 1,3 Millionen €. Und damit steigern wir die Sicherheit auf den Straßen und Plätzen unseres Landes. Wir investieren umfangreich
in die Köpfe unseres Landes. Für den Bereich der Schulbildung werden im kommenden Jahr insgesamt rund 5 Milliarden € bereitgestellt. Herr Minister Windermeyer hat Details dazu genannt. Ich muss sagen, auch das ist eine Rekordsumme für den Bereich der Bildung, meine Damen und Herren. Schließlich stellt das Land Hessen im Jahr 2017 nach 1,2 Milliarden € im vergangenen Jahr rund 1,6 Milliarden € für die Flüchtlingskosten bereit. Das ist ein Ansatz, der 10-mal höher ist als in 2014 und zeigt die große Bedeutung dieses Bereiches. Unsere Änderungsanträge zur dritten Lesung haben wir letzte Woche im Haushaltsausschuss ausgiebig erörtert. Hervorheben möchte ich das 2,5 Millionen € umfassende Maßnahmenpaket gegen Fluglärm und den neuen Flughafenregionalfonds von jährlich rund 4,5 Millionen €. Zusätzlich legen wir Ihnen heute zwei neue Anträge vor, die aufgrund von späten Beschlüssen des Bundes aber noch haushaltswirksam für das Land Hessen eingebracht werden sollen. Zum einen 5 neue Stellen in der OFD für die Bundesbauverwaltung und ein Antrag für ein neues Städtebauprogramm Zukunft statt Grün, das aber jeweils aus den Ressortfinanzen finanziert wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir legen Ihnen heute mit dem Haushaltsplan 2017 einen Haushalt vor, der in sehr überzeugender Weise Ausdruck einer solide finanzierten, einer verlässlichen Politik für Hessen ist. Wir setzen Schwerpunkte, die die berechtigten Interessen sowohl der aktuellen als auch der zukünftigen Generation berücksichtigt und unser Land in eine gute Zukunft führt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Arnold. Das Wort hat der Abg. Norbert Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich auch damit beginnen, dass ich einen Dank sagen will an alle Kollegen in allen Fraktionen, die sich mit dem doch nicht einfachen Werk des Haushalts, des Haushaltsaufstellung dann am Ende auch der Beschlussfassung befassen und dort in der Tat auch nicht nur fleißig, sondern ich finde auch mit entsprechendem Engagement mitwirken. Und auch von unserer Seite, bitte, Herr Minister, geben Sie den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, dieses Werk zu entstellen im Ministerium und in anderen Ministerien, bitte aus auch unserer Sicht weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an den grundlegenden Daten hat sich bei dem jetzt zur Beschlussfassung vorgelegten Entwurf zum Ausgangsentwurf ja nicht viel geändert. Alles andere wäre ja auch ein kleines Wunder gewesen angesichts der Haltung von Schwarz-Grün gegenüber unseren Haushaltsanträgen in diesem Jahr. Die Abstimmungsguillotine hat auch in diesem Jahr wieder zugeschlagen, nachdem sie im letzten Jahr einmal ausgesetzt wurde. Meine Damen und Herren von CDU und GRÜNE, wenn Sie selbst Anträge wie 260.000 € mehr für die Entwicklungszusammenarbeit, wenn Sie selbst Anträge mit 10.000 € für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub oder Anträge in Höhe von 250.000 € für die Tourismusförderung in Nordhessen ablehnen, dann wird man nachdenklich. Nun kann der Einwand kommen, das waren jetzt drei Anträge von der Linkspartei. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber dass Sie dann auch Anträge wie von uns als SPD in Höhe von 500.000 € für die Opferhilfe abgelehnt haben, nachdem wir sehr ausführlich und wir auch noch einmal im Haushaltsausschuss appelliert haben, darüber nachzudenken, ob es nicht notwendig ist, dass es Opfer von Kriminalität gibt, die gar keine andere Chance haben, weil sie durch alle sonstigen Systeme finden, dass sie selbst einen solchen Antrag abgelehnt haben oder mit uns nicht einmal darüber geredet haben, wie man dasselbe Ziel irgendwie anders erreichen kann.
nachdem Sie einen Antrag in Höhe von 282.000 € für die Einrichtung einer Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche abgelehnt haben. Und, meine Damen und Herren, nachdem CDU und GRÜNE selbst einen Antrag von der FDP, nämlich 200.000 € für die Bekämpfung des Linksextremismus, in den Haushalt einzustellen, was ein Ergebnis war einer Anhörung, die Schwarz-Grün durchgeführt oder beantragt hatte, meine Damen und Herren, dann wird man wirklich nachdenklich. Das zeigt in der Tat, wie unglaublich Sie agieren, meine Damen und Herren. Das zeigt, wie kleinlich und wie engstirnig diese Regierungsfraktionen agieren. Also, mit Verlaub, das erinnert eher an Betonköpfe als an souveräne Abgeordnete. Das will ich Ihnen mal nach diesem Zwischenruf, sagen. Ja, es hat im Zuge der Beratungen Verbesserungen durch die Koalition gegeben, insbesondere die Fortschreibung des Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen war richtig und notwendig. Ebenso die Verstärkung der Mittel im ÖPV-Bereich, endlich einmal Landesmittel werden in die Hand genommen. Das war ja ein Armutszeugnis für eine grüne Regierung, dass nicht 1 Euro Landesmittel drin waren. Und die weitere Eigenkapitalverstärkung bei der hessischen Heimstätte ist richtig, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das wird von uns anerkannt. Ist gut, genau. Da sind wir sozusagen, den Anträgen haben wir auch zugestimmt. Das sollte vielleicht für ihn auch mal ein Maßstab sein, dass möglicherweise auch die politische Konkurrenz mal den einen oder anderen guten Vorschlag machen könnte, dem man eigentlich folgen könnte. Zentrale. Und das ist übrigens, also das, da gibt es auch, übrigens auch auf Bundesebene eine andere Tradition, auch in anderen Landesparlamenten einen anderen Umgang. Da sitzen, ich habe jetzt die Haushälter gelobt, aber da sitzen die Haushälter durchaus mal auch gemeinsam zusammen und sagen, eigentlich in dem Bereich müssten wir etwas tun. Oder in dem Bereich könnten wir mal etwas gemeinsam abplanen, weil die Haushälter, Stichwort sächliche Ausgaben, eigentlich überhöht sind. Oder bei der Frage Zinsen, wo Sie unseren Antrag abgelehnt haben zur Reduzierung, aber einen eigenen dann ein bisschen höher dann gestellt haben. Also da muss man schon munzeln. Deswegen, oder leider hat es zentrale Veränderungen bei den Haushaltsberatungen zweite und dritte Lesung dann jetzt noch nicht gegeben. Die wären aber notwendig gewesen. Weil der zentrale Pferdefuß, Herr Kollege Arnold, bei diesem Vorwurf bleiben, und unser Vorwurf ist auch richtig, sind die zu geringen Investitionen des Landes. Meine Damen und Herren, Herr Arnold hat eingeräumt, wir würden uns auf eine Studie da stützen. Das ist leider nicht der Fall. Aber interessant ist, dass Sie auf das Jahr 2015 verwiesen haben. Da hat es die Landesregierung ja fertiggebracht, in der Tat Investitionen, die schon sehr, sehr niedrig waren, in den Haushalt einzustellen und im Haushaltsvollzug noch einmal 200 Millionen € hinten dran zu liegen, meine Damen und Herren. Und das zieht sich ja permanent durch. Und deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie auch andere Studien sehen, dann sehen Sie, dass die Investitionen in Hessen deutlich zurückgegangen sind und wir z. B. bei den Kommunen auf einer Investitions-, nicht nur Quote, sondern in einer Summe liegen wie in den 90er Jahren. 90er Jahre war höher zum Teil, als sie heute ist. Das, glaube ich, das macht das Problem deutlich. Und deswegen hat die SPD ja auch beantragt, dass wir den Kommunen 200 Millionen € mehr für ihre Investitionen zur Verfügung stellen müssen. Weil, ja, da können Sie stöhnen. Aber Sie waren ja mal lange Zeit auch Stadtverordnete in Offenbach. Da können Sie, glaube ich, an der Stadt Offenbach können Sie deutlich machen, ja, wie notwendig es ist, dass diese Stadt und andere Städte Mittel in die Hand bekommen, um was weiß ich, Straßen zu sanieren, um kommunale Sportstätten zu sanieren, um Sanierung von Trink- und Abwasserleitungen vorzunehmen und auch bei dem Ausbau öffentlichen Personennahverkehr in Offenbach, aber auch in vielen anderen Städten, meine Damen und Herren, wäre dringend notwendig, das ist Geld, das sie eben nicht haben. Und CDU und GRÜNE, CDU und GRÜNE haben das alles abgelehnt. CDU und GRÜNE verspielen damit die Zukunft unserer Städte und Gemeinden. Das muss man nüchtern festhalten. Wenn ich bei diesem Minister bin, Herr Minister, wir haben beantragt, 30 Millionen €, die FDP hat sogar noch mehr beantragt, mehr in den Straßenbau zu geben. Auch diesen Antrag haben Sie abgelehnt.
Auch da belasten CDU und GRÜNE die Zukunft, weil nicht einmal die Mittel bereitgestellt werden, die notwendig sind, um die Straßen auf dem heutigen, wirklich nicht gerade intakten Zustand zu erhalten. Meine Damen und Herren. Auch da verspielen Sie Zukunft, Herr Minister. Oder Stichwort Wohnungsbau. Da haben wir beantragt, weitere 50 Millionen € zur Verfügung zu stellen, weil die Landesregierung auch dort nicht im notwendigen Umfang in die Wohnbauförderung einsteigt und wir vor einem Kollaps stehen, zumindest im Rhein-Main-Gebiet. Es ist originäre Aufgabe des Landes, dafür zu sorgen, dass Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen bezahlbaren Wohnraum finden. Das ist in Frankfurt und in der Umgebung um Frankfurt schon heute nicht mehr der Fall. Auch da haben Sie unseren Antrag und unsere zwei Anträge dazu abgelehnt. Und auch da verspielen Sie Zukunftschancen für Menschen, die dringend bezahlbare Wohnungen brauchen, meine Damen und Herren. Weitere Anträge der SPD für den Haushalt waren und zielten darauf ab, echte Bildungsgerechtigkeit herzustellen und den sozialen Zusammenhang in dieser Gesellschaft zu stärken. Das beginnt aus unserer Sicht mit Gebührenbefreiung für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr. Das geht weiter mit dem Sozialbudget, und das reicht zu einer deutlich besseren Ausstattung für das Schulprogramm Kein Kind zurücklassen, das wir entwickelt haben. Und wir sahen vor, mehr Geld für Schulsozialarbeit, mehr Geld für die Einrichtung der Ganztagsschulen und auch für inklusiven Schulunterricht. Auch das haben CDU und GRÜNE alles abgelehnt. Auch da verspielen Sie Zukunftschancen für unsere Kinder, und Sie verspielen damit auch Zukunftschancen für Menschen, die soziale Hilfe brauchen, meine Damen und Herren. Das ist eine weitere nüchterne Feststellung. Abgelehnt haben CDU und GRÜNE auch unserem Antrag, das Tarifergebnis auf die Beamtenbesoldung zu übertragen. Deswegen, Herr Minister, wenn Sie den Mitarbeitern Dank sagen, nachher, ich glaube, im Namen aller Fraktionen, wie Sie toll mitgearbeitet haben hier bei der Aufstellung des Haushalts, ich glaube, Sie hätten sich mindestens im gleichen Maße darüber gefreut, wenn Sie eine angemessene Besoldung haben würden, meine Damen und Herren. Die Ausrede Schuldenbremse, diese Ausrede für unterlassene Angleichung der Besoldung an das Tarifergebnis ist jedenfalls nach den Steuereinnahmen, nach den erheblichen Steuermehreinnahmen in diesem Jahr, im vorletzten Jahr und auch im Jahr vorgesehen 2017 zerplatzt. Diese Ausrede, dieser Verweis auf die Schuldenbremse ist und war eine billige Ausrede, meine Damen und Herren, und sie ist eine Täuschung, und sie ist eine Irreführung der Betroffenen. Warum sage ich das? Weil im Vergleich zur Vorgängerregierung Hessen sage und schreibe 4,7 Milliarden € mehr zur Verfügung hat. 4,7 Milliarden € mehr zur Verfügung hat. Meine Damen und Herren, diese Steigerung hätte man nutzen müssen, um einerseits angemessen zu investieren und auch angemessen sein Personal zu bezahlen. Ich glaube, das wäre drin gewesen. Ich glaube nicht nur, sondern das wäre drin gewesen. Aber genau das haben CDU und GRÜNE nicht getan. Deswegen haben sie haushaltspolitische Spielräume, finanzpolitische Spielräume, die bestehen, nicht genutzt. Das ist ein großer Fehler, und damit wird auch Zukunft, meine Damen und Herren, verspielt. Ich will noch einmal feststellen, dass diese hohen Einnahmen gar nicht durch eigene Anstrengungen bedingt waren, sondern sie waren Ergebnis einer guten Konjunktur, Gott sei Dank, und auch von erheblichen Bundeszuweisungen, von denen sie profitieren konnten. Der Bund hat sich wirklich ins Zeug gelegt, und er hat seine Leistungen an Hessen im Vergleich zu 2014 um 1,2 Milliarden € aufgestockt. Da kann man nur der Bundesregierung Dank sagen, meine Damen und Herren. Kann man nur Dank sagen. Und, meine Damen und Herren, ich komme noch einmal zurück zu den Spielräumen. Die Konjunktur läuft so gut, die Steuereinnahmen in diesem Jahr brummen richtig, und sie läuft so gut, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Steuereinnahmen in diesem Jahr für eine Konjunkturrücklage verwandt werden können und, meine Damen und Herren, man höre und staune, sogar für den Schuldenabbau verwendet werden können. Das ist wunderschön.
Aber mindestens genauso schön wäre es, wenn man vorhandene Spielräume dazu nutzen würde, um die Bereiche, die ich aufgezählt habe, nämlich kommunale Investitionen, um im Bildungsbereich, um im Sozialbereich auch notwendige Investitionen, notwendige Mittel bereitzustellen. Da geht es nämlich um Zukunftschancen des Landes, meine Damen und Herren. Und wenn man in manchen Bereichen an die Substanz geht, von der Substanz lebt, wäre es notwendig gewesen, diese Spielräume, diese finanzpolitischen Spielräume auch zu nutzen, meine Damen und Herren. Natürlich sind wir durch die Ausgaben für Flüchtlingsunterbringung und Betreuung stark belastet. Aber die Mehreinnahmen, die ich eben aufgezählt habe, übertreffen die mit der Flüchtlingsunterbringung, Betreuung und auch Integration verbundenen Kosten deutlich. Gott sei Dank, muss man sagen. Das ist auch gut so. Deswegen kann man festhalten, dass finanzpolitisch Hessen schon schlechtere Zeiten gehabt hat. Wohl wahr. Aber selten eine schlechtere Regierung, Kollege Rock. Selten eine schlechtere Regierung. Weil, wenn Investitionen nicht in dem Umfang getätigt werden, wie der Substanzverlust stattfindet, dann ist das ein schlimmes Zeichen. Dann ist das ein schlimmes Zeichen für ein Land. Und, meine Damen und Herren, die Tatsache, dass Zukunftsentwürfe und Zukunftsthemen nicht aufgegriffen werden, das haben wir deutlich gemacht an der vorherigen Diskussion zum Hessenplan, haben wir auch im Haushalt dargelegt, ist kein gutes Zeichen für eine Landesregierung. Deswegen werden wir natürlich diesem Haushaltsplan nicht zustimmen können. Hessen wird trotzdem, das ist klar, in etwa einer Stunde einen Haushaltsplan für 2017 haben. Aber die Landesregierung geht dennoch ziemlich planlos in die Zukunft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Norbert-Schmidt. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor zwei Wochen haben wir hier in diesem Hause unseren 70. Geburtstag gefeiert. Wir haben uns gegenseitig bestätigt, was für ein tolles Land doch Hessen ist und was für tolle Leute hier wohnen und hier arbeiten. In Hessen finden wir Experimentierfreudigkeit, Dynamik, Spannung, Neugier, Engagement und Erfolg. So sind wir. Da darf man, denke ich, insbesondere noch kurz vor Weihnachten sehr fröhlich, zufrieden und zuversichtlich sein. Und deshalb bin ich auch, wie Sie merken, gut drauf. Auch deshalb, weil der Kollege Schmidt hat es in ganz anderem Ton angesprochen, wir dabei sind, einen Haushalt für das kommende Jahr zu verabschieden. Und das ist ein guter Haushalt, verehrter Kollege Schmidt. Wir können diesen Haushalt heute verabschieden. Und selbstverständlich will ich mich auch in die Reihe der Danksager gerne einreihen. Allen diejenigen, die an dem Werk mitgewirkt haben, herzlichen Dank. Ich möchte aber alle genauso einbeziehen wie die Vorredner. Besonders erlaube ich mir, ausnahmsweise einmal zu nennen, auch wenn ich weiß, dass er es gar nicht so gerne hat, unseren Ausschusssekretär, den Herrn Zinser, weil seine perfekte Vorarbeit sollte man auch einmal hier im Plenarprotokoll wiederfinden dürfen. Wenn es die Abstimmungslisten und die Ordnung in den Änderungsanträgen nicht gäbe, dann säßen wir alle miteinander im Haushaltsausschuss ziemlich doof da. Insoweit ganz herzlicher Dank. Und genauso erwähnenswert ist selbstverständlich das Budgetbüro, das bei der Beratung, dass die Haushaltsanträge die eine oder andere formale Hürde auch gut nehmen können, auch und zwar bei allen Fraktionen daran beteiligt ist. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sagte ja schon, ich bin gut drauf, weil ich weiß, dass Hessen gut regiert wird. Und das weiß ich nicht, weil ich es mir selber einbilde, sondern ich hatte es schon einmal erwähnt, ich glaube, bei der ersten Lesung, wir haben dafür ja Umfragedaten, die sehr eindeutig sind. Und insoweit, verehrter Kollege Schmidt, Sie irren sich.
Und was besonders wichtig ist, wenn die sich irren und die Verunsicherung schon bis zum Kollegen Schmidt vorgedrungen ist, dann leben wir ganz offensichtlich in einer etwas wirren Welt der Verunsicherung. Und demzufolge wird Halt gesucht, und es muss auch Halt geboten werden. Deshalb, genau deshalb engagieren wir uns auf allen Ebenen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, damit uns niemand verloren geht. Und genau das, wissen Sie, tut Schwarz-Grün, und zwar mit Engagement. Da bekommen wir ja selbst von der Opposition das eine oder andere winzige, kaum erkennbare, aber immerhin doch noch hörbare Lob. Und das ist gut so. Wir wollen miteinander zusammenbleiben. Und deshalb sage ich an dieser Stelle auch, verehrter Kollege Schmidt, Ihre Haushaltsrede war, ich sage es ganz offen, sehr viel moderater, als ich sie erwartet hatte für heute, für die dritte Lesung. Weil normalerweise hören wir von ihm immer ein Bild, ein Zerrbild dieses Landes, dass man denkt, wo leben wir eigentlich raus aus einem Jahr, während Sie heute im Wesentlichen nur Ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass der eine oder andere Änderungsantrag der SPD-Fraktion von der Mehrheit nicht gut gefunden wurde. Meine Damen und Herren, das hat einen relativ einfachen Grund in der Haushaltssystematik der Entscheidungsfindung. Sie stellen als Opposition am Ende einen virtuellen Haushalt auf. Wir hingegen haben den realen Haushalt zu verantworten, weil nämlich, und damit bin ich dann bei Ihren Deckungsvorschlägen, bei denen der LINKEN komme ich noch einmal, die sind noch etwas anders zu qualifizieren, da bin ich dabei, dass Sie mit Ihren Deckungsvorschlägen, kann man immer schön, kann man ja, da nehmen Sie keine Verantwortung wahr. Und dann kann man sagen, und dann der Mehrheit vorzuhalten, dass Sie oder an der einen oder anderen Stelle diese, auch wenn es vermeintlich wenig Geld ist, diese Mittel nicht mehr zur Verfügung stellt, ist insoweit zu kurz gedacht, um nicht zu sagen, es ist auch unfair. Sie müssen nicht die Gegenfinanzierung darstellen, denn ich könnte sie Ihnen vorrechnen, warum das nicht funktioniert, was Sie da alles eingebaut haben. Wir haben es, glaube ich, auch schon an anderer Stelle vorgetragen. Wir wollen auf jeden Fall nicht, verehrter Kollege Schmidt, die Rücklagen so weit plündern, wie Sie es in Ihren Anträgen vorgesehen haben. Um einen deutlichen Punkt zu nennen. Da ist unsere Vorsorge für die Zukunft geht da weiter. Und wir sehen ja auch, dass wir sie gut brauchen konnten, wenn wir solche etwas wie die Entwicklung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik im laufenden Jahr uns betrachten. Da müssen wir das, was wir für diesen Zweck geschaffen haben, nämlich die atmende Rücklageentnahmemöglichkeit, auch tatsächlich gewährleisten können. Und das geht nicht mit einem leeren Beutel. Meine Damen und Herren, ich sprach von einem gewissen Wirrnis. In dem Zusammenhang passt eigentlich ganz gut, dass jetzt aktuell das Wort des Jahres verkündet wurde. Nach meinem Empfinden hätte es genauso gut das Unwort des Jahres sein können. Auf das warten wir ja noch, nämlich der Begriff postfaktisch, eine Beschreibung des sich verbreitenden Zustands gesellschaftlicher Debatten, die als postfaktisch wahrgenommen werden, weil sie nicht nur sich nicht mehr an Tatsachen, sondern an Behauptungen festmachen und die das für die Wahrheit halten. Und dass die wirksam sind, haben wir ja in aktuellen Wahlauseinandersetzungen, nicht bei uns im Land, aber an anderer Stelle erst jüngst zur Kenntnis nehmen können. Meine Damen und Herren, wenn wir den postfaktischen Weg weitergehen, das will ich nur einmal anmerken, katapultieren wir uns zurück ins Mittelalter, sozusagen in die Zeit vor Kopernikus, wo die Erde tatsächlich als Scheibe von allen noch wahrgenommen wurde, und verraten damit die Errungenschaften der Aufklärung. Das Ignorieren der Tatsachen, das schon der Kollege Wagner eben ansprach, ist auf jeden Fall ein Mangel, den wir uns nicht gönnen sollten, sondern wir sollten beim Faktischen bleiben. Meine Damen und Herren, lassen Sie doch bitte den Kollegen Kaufmann ausreden. Ich habe den Begriff postfaktisch auch deshalb hier eingebracht, weil ich mich damit den Änderungsanträgen der LINKEN zuwende, und zwar ganz speziell einem, lieber Kollege Willi van Ooyen.
Sie fordern mal wieder den Einnahmeausgleich für eine Summe von 1,5 Milliarden € durch die Vermögensteuer. Sie wissen selbst, und damit sind wir beim Postfaktischen, Sie wissen selbst, denn selbst wenn alle dafür wären und bis zum 1.7. des Jahres 2017 in der Bundesebene das Gesetz im Gesetzblatt stünde, selbst wenn also alle Voraussetzungen erfüllt würden, wäre im Jahre 2017, ja wahrscheinlich bis Ende 2018, nicht ein einziger Cent dafür im Landeshaushalt. Und das wissen Sie auch. Und das haben wir Ihnen schon jahrelang erzählt. Und dennoch jedes Jahr dieselbe Geschichte. Sie erzählen uns, die Vermögensteuer decke den Haushalt des kommenden Jahres. Es gibt sie nicht. Und sie kann auch, selbst wenn es sie gäbe, jetzt eingeführt würde, ihn nicht decken. Und weil es sie nicht gibt oder warum gibt es sie nicht, verehrter Kollege van Ooyen, erklären Sie uns doch vielleicht, Sie kommen ja bestimmt noch dran, die Aktivitäten der Regierungen von Thüringen, Berlin und Brandenburg, alles drei Regierungen, an denen Ihre Partei beteiligt sind, wo sind die Bundesratsinitiativen zur Einführung der Vermögensteuer? Denn wenn man das fordert, dann sollte man zumindest die eigenen Möglichkeiten nutzen, um es auch einzuführen, meine Damen und Herren. Verehrter Herr Kollege Schaus, Sie haben hier die Vermögenssteuer als Deckungsbeitrag für den Haushalt beantragt. Sie sind an keiner Stelle bisher durch Aktivitäten aufgefallen, für die Vermögenssteuer auch nur einen Finger krumm zu machen, und das auf den Ebenen, wo Sie Einfluss haben. Einflusslose Reden, wir hätten gerne, das können viele tun, das sollte aber nicht hier die Haushaltsanträge begründen können. Meine Damen und Herren, ich komme deshalb zu den Punkten, zu den wichtigsten Punkten im Haushaltsentwurf. Der Kollege Dr. Arnold hat ja einiges schon dargestellt, da wir vorhin in der Diskussion über weitergehende Pläne und Planperspektiven waren, sage ich ganz schlicht, der aktuelle Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr ist unser Plan, und er ist ein guter Plan. Er ist der Ausdruck einer verlässlichen und zeitgemäßen Politik, die die berechtigten Interessen der aktuellen und der nachfolgenden Generationen im Blick hat. Und demgemäß ist die Netto-Neuverschuldung weiter auf dem Rückführungskurs, und wir werden unsere Ziele der Schuldenbremse erreichen. Im Augenblick sieht es so aus, dass wir für das laufende Jahr schon mit einer faktischen Nullverschuldung im Ergebnis enden werden. Das wäre das erste Mal nach 47 Jahren oder so. Das heißt, ein beachtliches Ergebnis, und das zeigt die Richtigkeit der Bemühungen. Und die Sorge, dass mit den Geldeinnahmen irgendwie, die insbesondere der Kollege Dr. Hahn gelegentlich äußert für seine Fraktion, sind nach der gültigen gesetzlichen Regelung, und das ist vom Finanzminister auch dargelegt worden, völlig unbegründet. Wir werden die Mehreinnahmen zur Reduzierung der Neuverschuldung und dann für entsprechende Maßnahmen, z. B. der Schuldentilgung oder der Rücklagebildung für die Konjunkturausgleichsrücklage, auch benutzen. Insoweit brauchen Sie keine Sorge zu haben, das sage ich schon einmal präventiv, dass Rücklagenbildung unter dem Aspekt Wahlgeschenke, die Sie ja so gerne titulieren, das ist nicht der Fall. Das wollen wir nicht, das werden wir nicht, und da können Sie ganz beruhigt sein, wir dürften es auch nicht. Und von daher machen wir es auch nicht. Meine Damen und Herren, wir haben, und das soll ein Signal an alle sein, die sich darüber aufregen zurzeit, dass, sagen wir mal, ihre Bedürfnisse im Haushalt nicht so zur Geltung kommen, wie sie sich das wünschen würden. Ich habe mehrfach von diesem Pult herunter schon gesagt, erstmals das Wichtigste ist, wir wollen unsere vollständige Handlungsfähigkeit wiedergewinnen. Und Sie merken an den Daten, dass wir das guten Wege sind, das zu erreichen, ja schon kurz vor dem Ziel stehen. Und deswegen sind die berühmten Vergleiche mit dem Freistaat im Südosten überhaupt nicht zielführend, weil die haben die Situation schon so, die wir noch anstreben. Und das ist der erste Schritt, und dann kommen weitere Schritte.
Deswegen hatten wir und haben wir und stehen auch dazu, so sehr uns das keine Freude macht, im Bereich der Beamtenbesoldung uns so zu verhalten, wie wir uns verhalten haben. Das hatten wir im Vertrag festgelegt, das haben wir angekündigt. Und genau das, was wir angekündigt haben, machen wir auch. Und deshalb, genau deshalb machen wir auch die Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde mit dem Haushalt 2017 und kompensieren dabei auch vollständig das, was an Arbeit eingespart werden muss, weil die Stunde kürzer nur noch da ist. Sie merken, wir haben einen Plan, und wir haben auch einen sehr guten Plan, weil wir nämlich auch wissen, wo wir hinwollen. Das ist bei Plänen auch häufig das Entscheidende. Weil ich gerade bei Plänen bin, kann ich natürlich bei einer Haushaltsrede den Hessischen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts jetzt hier nicht auslassen. Er ist genau die richtige Antwort auf die Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung der Flüchtlingszahlen uns gestellt haben. Er ist eine bundesweit beachtete Maßnahme, die weitgehend gelobt wird, die auch nichts, was Menschen macht, ist mängelfrei, die aber auch insgesamt sehr positiv bewertet wird. Und viele andere könnten sich da eine Scheibe von abschneiden. Und ich denke, auch an dieser Stelle ist es noch einmal angezeigt, wenn wir uns über den Aktionsplan positiv äußern, dass man erinnern muss an die vielen Menschen, die in hauptamtlicher, aber vor allem auch in ehrenamtlicher Funktion in dem Arbeitsbereich, in den immensen Aufgaben im Bereich der Flüchtlingsintegration, des Empfangens, des Weiterleitens, der Betreuung und dann der Integration tätig sind. Ohne dieses großartige Engagement würde letztendlich unser Plan, der im Wesentlichen ja Bereitstellung nur leisten kann von Stellen und von Geld, nicht funktionieren. Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön an diejenigen, die dort so engagiert mitwirken. Meine Damen und Herren, viele Highlights aus unserem Plan, wie das Jahr 2017 Hessen ein Stück weiterbringt, kann ich Ihnen jetzt aus Zeitgründen nicht mehr weiter darstellen. Es wäre, und da denkt man dann an Silvester, geradezu ein Feuerwerk an Leistungen. Die Stichpunkte finden Sie alle, im Haushalt 2017, das 71. Jahr das Hessen sozusagen erlebt. In seiner Lebenszeit wird, und da bin ich fest von überzeugt, ein sehr gutes Jahr. Und dafür schaffen wir jetzt heute die Voraussetzungen durch Beschluss über den Haushalt. Vielen Dank.